Bei Eva. Bei Eva. Ich kaufe die Eva. Gut. Leute, ich war jetzt hier irgendwie 30 Sekunden rausgetappt, ne? Und mich. Der fickt mich nicht, der Kerl. Er fickt mich einfach nicht. Wie kann man nur so widerlich sein? Egal, Orange holt es jetzt von hinten. Orange schafft es. Er kommt beginnt. Scheiße. Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen Runde CSGO Matchmaking. Und ich habe übrigens eine Hühnerarmee am Start. Hier, Mädels. Greift zu. Wir müssen in den Kick ziehen. Wo ist Mädel Nummer 3? Ah, ihr müsst da außen rumgehen. Sehr gut, kommt her. Also, hört mir zu, wir müssen die Pflanzen zerstören. Circa so kriegt ihr das hin, los geht's. Chili, das ist deine Smoke. Sehr gut, immer schön aus dem Weg gehen. Ich will nicht, dass ihr getroffen werdet. My chickens. Kill the chicken. Meine Chickens! These were my chickens, dude. Oh my gosh. Okay, Team. Ihr habt zwar meine Hühner gekillt, aber dafür werdet ihr nicht meinen Sieg killen. Kann man das überhaupt so sagen? Ich weiß es nicht. Shit. Won't be long. Ja, gib mir direkt einen Hörner! Was? Ist der dumm oder was? Ja, geil. Da hat der Fatih schon mal einen Assist eingestaubt. Eingestaubt? Naja, sie haben zwar meine Hühnchen gekillt, aber sie können nicht meine gute Laune killen, denn ich habe eine P90. Steps dropper. Sit. Oh, Hilfe, Jungs! Thanks. Oh, gib mir noch in die Fresse, shit. Aber er hat mir trotzdem geholfen. Woo! Hab ich. Ah, ne, ich dachte eben, ich wäre nah an einem Ace dran gewesen, aber es waren nur 3 Kills. Lächerlich. Hauk! Fuck, Mann, das war scheiße, dass ich da hingegangen bin. Nice. Alter! Wow! Ich habe gerade das Team on point am Start. Haben die alle den Teamtag on point vom Namen? Ne, haben sie nicht. Merkwürdig, sie spielen aber so. Bei Eva. Ich kaufe die Eva. Gut. Es fängt schon mal gut an, aber ihr wisst ja, ab Runde 4 kann sich so einiges drehen. Dropper. Ich hab'n. Truppe. Oh shit, Jungs! Hat er irgendwas gesagt deswegen? Sorry oder shit oder oh my gosh. Okay. Wie konnte das passieren? Da kommt noch nicht mal ein Sorry von dem Mate im Voice-Chat oder meinetwegen auch im geschriebenen Chat. What the fuck? Da hat man einmal nicht die Glorious P90 am Start und schon gehen wir hier in den Loose rein. Trotzdem bin ich erster mit Stern, ist schon voll in Ordnung, nicht? Ich mache jetzt hier halt ultra auf Defensiv. Oh, wir gehen zu viert auf B. Okay, gut, dann gehe ich auf A. Midgard-Hit. Okay, I'll go A with you. Ah! Okay, very low, very low. Whoa! Nice. I got up for you. For me? Yeah, for you. Have a nice time with that. Thanks. Thanks, man. Ich hasse Dropper. Ich hasse es, in Dropper zu stehen. Ich find's wirklich krampfig. Außer ich gehe vielleicht drüber auf die andere Seite, dann ist es so mittelmäßig möglich, auf Dropper zu stehen. Flash and Dropper. Ah! Dropper, one. Richtig geiles Team, Mann. Richtig, wirklich wunderschön. Die kommunizieren. Ich hab noch eine Smoke. What the fuck, wo ich die ganze Smoke selber? Was geht bei mir ab, oder was? Oh, fuck. Nice. Alter, hat der Inhuman Reactions. Oh, guck mal, die Desolate Space. Die sieht nice aus. Bin nicht mehr Erster. Ich hab ausgetappt. Wenn jetzt einer kommt, bin ich gefickt. Komm, bitte. Geh bitte wieder an, um Himmels Willen. Huh. Ey, ich weiß. Er hat mich nicht gesehen. Ich krieg den Kill noch geklaut. Leute, ich war jetzt hier irgendwie 30 Sekunden rausgetappt, ne? Und mich. Der fickt mich nicht, der Kerl. Er fickt mich einfach nicht. Oh, geil. Wie höchst pornös ich die geworfen habe. Sag mal, wir sind zu zweit gegen zwei und er kommt mit mir auf A. Ist der dumm? Oder? Wenn man zu zweit ist und die Leute noch zu dritt sind sogar, dann teilt man sich doch auf, anstatt zusammen irgendwo hinzugehen. Man steht zwar defensiv, um den anderen auch noch rufen zu können und dass er auch Zeit hat, auch zu kommen noch. Aber alles in allem, einer B, einer A. Hallo? Ach ja, da fällt mir eine sehr wichtige Information für euch ein. Ihr habt mich sicherlich schon eine Zilliarde mal gefragt, weil ich denen jetzt endlich Tutorials mache. Ihr wollt Tutorials von mir sehen, wie Counter-Strike funktioniert, wie man spielt, Crosshair Placement, links und rechts und wie rum, larum, Kartoffelsalat. Ich, was erzählt? Du. Na fuck, one drop. Ich habe mich da mit Big Wallen unterhalten und er meinte auch, es ist sicherlich eine gute Idee, damit anzufangen, mit diesen ganzen Tutorials und sowas. Er hat bei sich im Kanal jetzt auch mittlerweile, glaube ich, schon eins hochgeladen. Und ja, ich werde schauen, dass ich nun euren Bitten nachkomme und ja, mit solchen Tutorials beginne. Erwartet aber nicht die ultramäßigen High-Tipps. Ich werde mich natürlich davor einlesen, um auch diverse Dinge, die mir selbst noch nicht klar waren, möglicherweise zu wissen. Alles in allem werde ich aber Tipps einfach geben, wie ich zu spielen. Damit ihr so spielen könnt oder wisst, wie ich dahin gekommen bin, wo ich eben im Moment bin. Und da werde ich versuchen, euch ein paar schöne Videos zu kredenzen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, die alten Downer. Wow! Scheiße! Es waren sogar noch 3. Ich habe kurz überlegt, die AK zu picken, die im Ding lag, um den AWP da direkt wegzuklatschen, aber das war dann doch nicht so, Habt ihr gekauft, Jungs? Ayo. Shit! Da haben wir auch die Nase bekommen. Holla die Waldfee. Aber wir haben ja auch, also ich habe ja auch eine Eco gemacht, die Mates nicht, aber ich. Noch eine Eco, kommt Jungs, eine Eco machen wir noch. Geil, Mocken, Pete. Ja, Maus.
Was labert der? Can you hear me? Mouse? Was heißt das? Ich kann immer noch Pfeifen. Sage mal, wo kommen die Leute denn her? Also ich meine, Englisch ist doch wirklich das Mindeste, was man sprechen kann, oder? Can you hear me? Hat sich angehört wie Niederländisch oder so. Vom verschissenen Mauspad runter, habt ihr gemerkt? Ich will nach rechts aimen und es ging nicht mehr. Oh Mann. Habe ich die Mac 7 von ihm direkt gehabt, weil die vielleicht auf mich draufgefallen ist? Das wäre dann vielleicht noch was geworden. Wahrscheinlich hätte der Switch dahin zu lange gedauert. Ich hasse es, Dropper zu schauen. Ich muss die Feinde verdauen. Die Mates sind komplett durch. Scheiße. Bombay. Nein, 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 komm, was? Ich kann es nicht nachvollziehen, meine Damen und Herren. Wie viel waren es noch? 3. Davon war einer ziemlich tot. Ich muss die Runden entscheiden für uns, sonst wird es nichts. Das ist echt scheiße, wenn man gegen solche Glückspilze spielt. Chopper. Ja, Negev B. Negev's down. Die haben schon mit Negev gespielt, weil sie uns so verhöhnen wollten. Aber nicht mit uns. Wir machen also down. Okay. Ich denke einfach mal, dass es möglicherweise jetzt gleich eine schwierige Geschichte wird. Ach komm, du da hinten. One drop. Drop is down. Wie kann man nur so widerlich sein? Egal, Orange holt es jetzt von hinten. Orange schafft es. Orange schafft es. Er. Bombe geht. Scheiße. Bombe geht eh hoch. Wir haben gewonnen. Oh Gott! Mate! No, bro. Nice, dude. No! Shit. Das war bitter, aber die Runde ist gewonnen. So, ich habe mal eben für ein Tactical Timeout gewotet, weil meine Freundin ist jetzt gerade angekommen und ich muss ihr mal geschwind helfen, die Sachen hineinzutragen in das Haus. Einer nur noch. What? Ja, so, und da ist er wieder back. Der Kinder. Puh. Hallo, Kinder. Ja, alter Verwalter, nice. Das passt mir jetzt gerade, meine Freundin ist jetzt da. Ich habe komplett vergessen, dass sie heute um diese Uhrzeit kommt. Eigentlich wollten wir jetzt direkt einkaufen gehen, aber Alzheimer hat wie immer zugeschlagen bei mir. Wir kommen noch easy 5 Runden, dann haben wir den Sieg schon in der Tasche. Ich habe schon mal gesmoked auf lang. Wenn wir Dropper durchkommen. Ah, die sind schon durch. Nice, Jungs. Sag mal, passen die Dropper nicht auf die CTs? Das hab ich nicht. On stare at front secret. 20 HP. 20 hit. Yeah, one dropper. Oh. Fuck. Von zwei Seiten. Ich weiß, dass der Dödel 20 HP left hat, aber wenn ich da stehe, an diesem räudigen Scheißplatz. Nice. Was soll ich da machen, bitteschön? Braucht jemand was? Okay, drop me. Yes. For show, dude, for show. Die Neon Revolution. Vielen Dank nochmal an dich, Monsieur Gell, für diese geile Waffe. Alter, guck sie dir an. Die ist so nice. Naja, ich gehe über lang. Da wird 100 pro noch einer stehen. Vielleicht da in diesem Useless Gang oder wie der heißt. Ja, noch 3 Runden, dann haben wir es geschafft. Komm schon. Ha! Jungs. T-Side is my half. Finde ich nice, dass wir gerade so abgehen. Ich weiß nicht, warum. Oh, guys, bitte. Sie schießen sich gegenseitig an. Was treiben die denn? Ich will jetzt einfach nur, dass ihr geschwind durchziehen müsst ihr und nichts nicht großartig irgendwo hängen bleiben. Ah, shit, 3 gegen 5. Diese Runde werden wir, glaube ich, so nicht mehr holen können. Oh, fuck! Die letzten 2 waren das, ne? Scheiße, 52 in dem anderen 8. Wie lächerlich ist das? 3 Runden, Jungs. Haut rein jetzt. Ich hab doch Zeitdruck. Ja, ich geb dir eine Wumme, komm, weil das war dann wirklich das letzte Mal. Sag mal, ist hier nie einer ein Dropper? Ich glaube, Dropper ist nie jemand drin. Aber ist echt niemand. What? Scheiße. Das gibt's doch nicht, wie unglücklich ich bin. Habt ihr es gesehen, auch von der Höhe her? Ich stand halt genau, mein Kopf war genau in seiner Waffe drin. Er musste gar nicht zielen, er musste nur abdrücken. Egal, die legen, das ist unsere Safe-Runde, kommt. Das kann mir jetzt keiner erzählen, dass das jetzt hier in die Hose geht. Die müssen jetzt unbedingt an den rangehen, ne? Unbedingt wollen sie ihn holen. Meine Taktik war erstmal gar nicht schlecht, ne, mit Connector. Ich dachte, geil, ich kann von hinten jetzt ran und die total wegklatschen. Mir war schon klar, dass sicherlich auch dann welche von A verschieben. Aber doch nicht so. Doch nicht genau so, dass es genau so passt. Das ist doch räudig, oder? Nein, komm, hol ihn dir! Um Himmels Willen, bitte! Ich sitze im Struggle jetzt hier am Schluss. Scheiße. Wow, er schlägt sich den Kopf da oben an. Alles klar. Oh Gott. Ich werde jetzt halt einen P90 Rush versuchen, hier in Dropper runter mit der Bombe. Ich flash rein und gehe runter. Aber da steht eigentlich auch nie. Okay, er will Dropper runtergehen mit seiner Orb. Alles klar. Alles klar, der Mate ist schon down, der hier runterging. Warum kommt da jetzt keiner? I feel the glitch. Es fehlen noch 2 angeschissene Runden. Das kann doch jetzt nicht sein. Wir hatten vorhin so einen geilen Lauf, ey.
Jetzt machen wir eine Eco, die wir dann sowieso verlieren. Okay. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe mir jetzt gerade voll Rüstung gekauft, ne, für diese Eco. Na, Kollege, kommst du mal mit hier? Und dann blockt er mich noch, diese kleine Drecksau, ey. Das ist doch räudig, oder? Das gibt's doch nicht. Unglaublich, wie räudig das ist mit dem. Oh, da steht er direkt. Das ist doch echt nicht zu viel verlangt, jetzt hier den Sieg mal geschwind zu holen. Ja! Nein! Nice! Jawohl! Da hat mich die Wut gepackt, ne? Da wäre ich zum Hulk. Also zum CSGO-Hulk halt. Ne? Ich habe es vorhin ganz kurz angesprochen bezüglich dieser Tutorials. Habt ihr da gewisse Themen, die ihr gerne hören wollt, direkt im ersten Video? Irgendwas, also was ich gerne vorstellen soll, wie ich was mache, wie ich was eingestellt habe oder was weiß ich, CSGO-Tutorial-mäßiges halt. Habt ihr da Fragen? Und an der Stelle sei erwähnt, ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr auf Twitch. Der Link ist in der Videobeschreibung. Da ich eigentlich nie weiß, wann welches Video online geht, sage ich es einfach jetzt immer, wann ich streame. Ihr habt es gehört. Scheiße, 62. Tja, aus diesem noch fehlenden 5 Runden sind jetzt irgendwie 8 geworden oder 10, keine Ahnung. Fuck mich gerade voll ab, meine Freundin trippelt schon die ganze Zeit. Wir müssen jetzt zwingend einkaufen gehen und ich, Dummkopf, bin hier am Rumpimmeln. Oh mein Gott, er hat echt geforst, ne? Oh, danke. Warum gibt er mir die? Ah, Zweitbester, ich verstehe schon. Trotzdem, ich hätte nicht geforst. Wir haben jetzt 2 Leute mit Waffen. Klar, ich bin Global, alles gut und schön, ne? Aber, der andere muss halt auch Global. Das wird das nix. Let's go weg. Nice. Damals geschafft, sehr schön. Ich schicke wieder nichts. Aha, okay, ich verstehe schon. Alles klar, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Leute, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich muss jetzt hier geschwind beenden. Also von daher, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.